Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu keinem neuen Video. Ist heute wirklich nur ein kleines Video-Update zum Thema Neuvorstellung. Da habt ihr mir schon ein paar Feedbacks gegeben. Vielen lieben Dank dafür. Also ihr seid ja, oder die meisten sind auf jeden Fall dafür und finden das gar nicht so verkehrt. Und ich war heute spontan bei dem Modellentechnik-Meser nochmal gewesen. Ich hatte allerdings nicht so viel Zeit, weil ich hatte meinen ganzen Einkauf mit Tiefkühlzeug im Auto hinten drin. Deswegen wirklich nur ein kurzes und knappes Video. Ist auch nicht perfekt geworden, also das bitte ich zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz wollte ich euch die zwei Neuheiten wirklich vorstellen. Eine richtig dicke, fette Dampflok von Riva Rossi in Big Boy und von Märklin in Eurotrain Exklusivmodell, die White Lady. Ganz toll Lok, geiler Sound. Wie gesagt, ich konnte es jetzt nicht euch auf die Schnelle alles jetzt vorführen, aber trotzdem habt ihr mal einen kleinen Eindruck von den beiden Logs. Und damit soll ich sagen, starten wir das kurze Video. Ich wünsche euch viel Spaß damit und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu den beiden Logs sagt, wie ihr die findet. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch was Soundfunktion angeht, schreibt mir das in die Kommentare, denn nur so kann ich auch natürlich mich weiterentwickeln. Und ja, also viel Spaß. Ja, ihr Lieben, so wie angekündigt und auch von einigen schon geschrieben, dass ich es gar nicht so schlecht finde mit Neuvorstellungen, bin ich zufälligerweise hier beim Modellbahn Mesa gewesen, weil ich was nachgefragt habe und ja, schauen wir mal, was hier ankommt. Von der Firma Riva Rossi ein Big Boy, und was ein Klopper, muss man einfach mal sagen. Und die sieht nicht nur geil aus, die hört sich auch geil an. Natürlich nicht für jedermann, für Leute, die amerikanische Loks mögen, ein Traum, würde ich sagen. Ja. Und ihr müsst Platz haben für die Verpackung, die ist riesig. So, und wer da Interesse hat quasi, könnt ihr mir einfach mal schreiben oder was ihr dazu sagt zu der Lok. Aber Knaller, das Teil. So. Gibt es auch noch Artikelnummer von dem Teil? So, die haben wir auch schön auf der Stirnseite, damit ihr auch wisst, was das für eine schöne Lok ist. So, was haben wir da? Zeige ich die mal in die Kamera rein. Also HR8284S, digital mit Sound, also eine richtig klasse Lok. Im Digital-Gleichstrom-Segment. Gibt es hier eigentlich auch noch Wechselstromausführung? Nein. Wird aktuell nicht geben. Okay, gut. Ja, ihr Lieben, schaut noch mal, was ich hier als zweite Lok euch vorstellen kann. Und zwar ist das eine Eurotrain Exklusivmodell von Märklin. Und die ist mal richtig klasse. Als sozusagen als Ossi, ja, würde ich sagen. Ich mache mal kurz die Soundgeräusche aus, beziehungsweise ein bisschen leiser, genau. Also das ist auch mal eine richtig klasse Lok von der Reichsbahn, die Baureihe 243, die Weiße Lady. Wie gesagt, ist ein Eurotrain-Explosiv-Modell. Ja, also hier steht 143 drauf, also Baureihe 143, aber an der Lok selber steht 243 drauf. Ja. Genau, 243. Und muss auch sagen, auch das eine richtig tolle Lok. Ist natürlich eher so mein Ding als ein Big Boy, aber einfach nur, dass ihr es mal gesehen habt. Wenn ihr natürlich mehr von den Loks sehen wollt oder so, kann ich natürlich da auch gerne ein bisschen mehr Informationen dazu geben. Aber wie gesagt, ich möchte das Video auch nicht zu lang werden lassen, weil es soll ja auch nicht langweilig werden. Ich möchte einfach nur mal, dass ihr seht, was es hier auch bei dem Modell und Technik Mesa in Büdingen gibt. Also hier gibt es auch natürlich regelmäßig die aktuellen Neuheiten und die Lok gehört dazu. Und ihr habt dann nochmal die Artikelnummer, die 37486. Wie gesagt, ein Eurotrain exklusiv Artikel für Märklin. So, dann gehen wir mal hupen hier. Also auch das wirklich richtig klasse halt. Ne? Kurze Hupe, also diverse Dinge. Ihr wisst ja selber, ich mag das auch nicht so, dass ich dann... 1000 Funktionen. Wichtig ist eigentlich immer der Motorsound, die Hupe und so weiter. So die klassischen Geräusche, was man so anhören kann. Ja, wie gesagt, tolle Lok, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe ja, dass die auch noch für mich kommen wird als Zweileiter. Und ja, würde ich sagen, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr zu der schönen Lok sagt.